Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung, heute vom Server troubleteam.eu. 15 Uhr, es ist 15 Uhr, also 14.59 Uhr. Mal schauen, ob ich reinkomme. Es ist noch whitelistet, okay. Kurz warten, ist eigentlich sofort 15 Uhr. Kann man da mal kurz die Sekunde anzeigen. Es ist 15 Uhr und 5 Sekunden jetzt schon, okay. Sollte eigentlich gleich gehen, dass der Server offen ist. Müssen wir nur kurz warten. Es ist 1.8.9, weil der Server scheinbar nur auf 1.8 läuft. Und da habe ich einfach ein paar Einstellungen noch nicht gemacht. Wie zum Beispiel ja, die Steuerung, also ja, Auto-Hüpfen ist nicht drin. Ja, das machen wir lieber nicht. Grafikeinstellungen habe ich eigentlich alles. Ja, genau, voll können wir noch einstellen. Ah, das ist schon. Ja, 79 ist ungefähr meine Einstellung, damit es die Augen nicht überfordert. Und ja, Twitch-Einstellungen ist natürlich dann auch wichtig, weil ich wieder auf Twitch streame. Einfach Drago Basler bei Twitch oder twitch.tv/DragoBasler. Und da werde ich vielleicht auch noch selber, ja, heute vorstellen. Also schaut heute, wenn das Video nicht schon einen Tag alt ist oder so, mal auf Twitch vorbei. Vielleicht tue ich noch selber vorstellen. Und das einfach live. Aber ich denke, ich mache nicht gleichzeitig noch eine Aufnahme. Also momentan, ja, einfach ohne Aufnahme, aber ich werde sie ja speichern und deshalb können wir da das alles nochmals wiederholen in einem Video. Oder einfach direkt dann auf YouTube hochladen und dann einfach die Livestreams als Video. Jetzt geht's! Wow, ihr seid rechtzeitig. Herzlichen Glückwunsch. So, ganz viele Leute. 9 Stück hab ich gesehen. Okay, mit Tutorial wieder. Sieht gemütlich aus. Nicht klein, aber gemütlich. Ein Freebuild-Server scheinbar. Ich habe jetzt das gar nicht gelesen, was da drauf stand noch. Also ein bisschen überlesen. Aber, ja, es beginnt klein. Es beginnt meistens klein, aber ich finde das toll, dass wirklich auch die kleinsten, neuesten Server mit dabei sein können und ich euch unterstützen darf. Jo, wie gesagt, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, ich mache keine Werbung. Ihr dürft aber bestimmen, was ich anschaue. Ich schaue es mir an, mache aber keine Werbung über die Server, außer eben Videos. Also die Videos ist die Werbung, aber ich selber mache keine Werbung. Ich sage jetzt nicht, kommt alle auf den Server, ihr werdet dazu gezwungen oder so. Sondern ich möchte einfach die Server anschauen. Das sind Anschauvideos, keine, also Vorstellungen und keine irgendwie Promotion oder sonst irgendwas. Weil ich finde, jetzt momentan hat es schon etwas gemacht, ausgelöst bei mir auf dem Kanal. Dankeschön dafür, dass es einfach auch ein bisschen etwas, ja, Anerkennung mir gibt. Aber ich brauche keine Anerkennung. Also ihr dürft Videos von mir schauen. Ihr dürft alles so ein bisschen ja, von mir helfen, dem Kanal helfen eher. Und das mache ich dann gerne als Livestreams auch. Und auch als Video. Aber einfach nicht, dass ihr denkt, ich mache das, um irgendwie, ja, berühmt zu werden oder sonst irgendwas. Weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt so berühmt sein, dass ich gleich, ja, dann Schwierigkeiten habe mit der Qualität und so etwas. Das geht jetzt gerade halt auch nicht so schnell los. Ich möchte einfach dazu sagen, dass mein Kanal wahrscheinlich einfach gemütlich bleibt. Wenn ihr das wollt, dann danke. Wenn ihr das nicht wollt, dann dürft ihr auch gerne bessere Kanäle abonnieren und liken und so weiter. Aber ich bleibe scheinbar ja schon relativ niedrig. Ich werde natürlich immer wieder neue Hardware kaufen, die Qualität immer noch steigen, mal 4K-Videos oder mal 8K-Videos aufnehmen. Aber ja, die meisten schauen eher auf Full HD und ja, brauchen jetzt auch nicht ein besseres Mikrofon oder... Ja, dass ich zwei Bildschirme habe und auch auf YouTube livestreamen kann, gut, ohne dass euch nicht gefolgt wird, also die Kommentare nicht befolgt werden, weil ich immer wieder Alt-Tab drücken muss und das geht bei den meisten Games nicht so toll.
Und deshalb, ja, einfach nur so zum Sagen, damit ich jetzt auch wirklich auch so ja, bemerkt werde, dass ich halt einfach nicht Erfolg brauche, ich dem Erfolg nicht nachgehe. Aber Dankeschön, dass ich wenigstens, ja, so ein bisschen die Motivation bekommen habe, solche Sachen zu machen, anderen zu helfen, als mir selber. Ich muss mir selber nicht helfen. Das macht ihr schon. Und ja, es sind richtig viele Leute hier. Und die machen mir, denke ich mal, schon Plots. Ich nehme aber keinen Plot, dass alle anderen Leute Plots haben dürfen. Aber ich würde gerne wissen, was wir jetzt auf dem Server alles noch machen können. Da ist wahrscheinlich schon ja ein Besitz. Knock Battle. Das ist einfach das Server, also scheinbar sind hier die Server. Ah, es ist das einzige mit Shade. Ah, da drüben hatten wir noch Shade. Gut. Der hat einen coolen Skin. Also gelb ist wirklich schön. Skin oder schwarz natürlich. Jo. 13, ja. Ich bin 32, bald 33 ist ein bisschen Unterschied. Aber Minecraft ist ja. Eigentlich habe ich gedacht, es ist für Jugendliche Minecraft. Dann wurde es irgendwie kleiner, also die meisten Leute haben einfach Promotion gemacht mit klein, jünger, oder? Und dann plötzlich hieß es, ja, Minecraft ist für Erwachsene. Und jetzt ist es irgendwie kunterbunt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es sind meistens nicht kleine, aber ja, kleine Server manchmal. Also für Jüngere, nicht kleine, nicht weniger gebaut, nicht weniger Fame, sondern einfach nur für Jüngere. Für kleinere Menschen, noch nicht so hochgewachsene Menschen. Aber ich denke, das ist allgemein, das ist jetzt auch eher ein Gag. Könnt ihr mal schreiben, wie denkt ihr, ist der Server so zentral? Für welches Alter? Also die besten Server sind wahrscheinlich für 16 oder 18 und nicht höher und nicht tiefer. Aber die kleinen, also die jungen Server, für junge Spiele sind natürlich auch sehr gut. Aber je nachdem ist der Baustil oder einfach, was sie spielen, genau, dann anders. So, jo, das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, da jetzt nicht so schnell alles ein bisschen vorgestellt wird, denke ich mal. Das ist ein YouTuber, Kaltmentrix, youtube.com, Suche, wie heißt es? Keine Ergebnisse gefunden. Ah, Khaled. Ich habe Mallet geschrieben. Khaled Centrex. Cox Business Video Liberty. Ich finde den gerade nicht. Okay, das ist jetzt auch wieder Werbung, aber mal kurz schauen. Getrennt. Leider auch nicht. Ich kann leider nicht deinen Server finden. Oh. Mein Internet ist weg. Ah, süß, komm wieder mal. Nö, mein Internet ist nicht weg. Hä, aber das heißt, dass mein Internet kurz weg war. Okay. Ah, die Bienen, so süß. Ich finde, das ist das Highlight. Einfach auch schön platziert. Wir haben ein bisschen dicht da, die drei. Aber mega schön. Und jetzt wird es auch Nacht und ich verhungere. Gibt es eine Farmwelt? Gibt es eine Help, also Help Plugins, Warps, slash Warps. Mentrex, habe ich das richtig geschrieben? Ah, jetzt. Mentrex verarschen. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Das müsste das sein. 346 Abonnenten, wirklich gut schon. Meine Sucht spielt Spiele beleidigen uns. Meine Sucht? Da war ich doch drauf. Hm. Soll ich ihn abonnieren? Okay. Er hat leider ein Video erst gemacht, aber, also wenn es jetzt wirklich er ist. Aber schön. Ich bin natürlich noch Spieler, also ich muss nicht YouTuber sein. Ich bin, ja, ihr seht ja, dass ich YouTuber bin. Nein, ich brauche wirklich keine Titel auf Servern. Eventuell, wenn ihr gerade da seid, Owner oder so, könnt ihr mir Fly geben, aber ich brauche nichts, keinen Titel. Weil ich eben nur vorstelle, ich muss nicht auf dem Server zocken. Könnt ihr auf dem Server zocken, wenn ihr Zeit, wenn ich Zeit hätte. Aber gut. Nein, also immer wieder Besichtigungen.
Und dafür brauche ich keinen Titel. So. Aber jetzt ist gerade wieder ein bisschen Ding. Also ich habe jetzt ja, gesagt. Ja. Slash warp Farmwelt. Oh. Ungültiger Wert. Wieso geht das jetzt nicht? Wenn doch das steht, dann sollte es gehen. Oder haben wir keine ungültige Welt? Hä? Habe ich falsch geschrieben? Ah, Farmwelt, Komma. Nö. Keine Ahnung, wieso das nicht geht. Okay. Also es ist scheinbar jetzt gerade momentan noch nicht so öffentlich, dass ich jetzt auch farmen könnte oder so. Also alle anderen Spiele. Okay, gut. Also, aua. Ah, ich bin jetzt am verhungern. Der Admin. Wir begrüßen dich, Herr Admin. Und der Owner heißt Knockbattle. Okay, das ist der Servername auch. Okay, der Admin ist weg. Das ein Admin. Ah, da ist der Ohne. Okay. Ich begrüße dich, Herr Ohne. Ich hoffe, er merkt, dass ich aufnehme. Gelöscht. Okay. Ah, das ist auch ein Plugin, das automatisch löscht die Items. Und eine gute Vorwarnung. Denji. Danny MC darf ich kurz YouTube dann haben. Ich muss jetzt einfach nur kurz mal schauen, ob er mich kennt jetzt schon. Okay, das wird er sicher lieben im Chat, im Video dann. Und im Chat schreiben, also in den Kommentaren schreiben. Okay, aber ich bin Ding. Okay, jetzt fängt er an. Rage Mode activated. Bei Baum. Ich will auch Baum. Okay. Ja, nicht runter machen. Das ist wirklich der Anfang. Wieso machen Leute, wenn es jetzt ganz wirklich der Beginn ist, schon Sachen runter? Also er möchte nicht. Also ja, ich versuchte es, aber natürlich, das Vertrauen ist jetzt noch nicht so da. Er weiß gar nicht wahrscheinlich, wer ich bin. Ich schaue mal gerade in den Kommentaren, wer da nachgefragt habe, ob ich eine Ding habe, ja, ein Video machen kann. Das ist schnell gefunden, dank dem Kommentar im YouTube-Studio, diesem Ding. Oder ist es nicht dabei? Ich sehe jetzt gerade den, da. So. Nö. Kein Server. Ich muss nochmals, glaube ich, zum neuesten Video gehen. Das ist, glaube ich, das neueste Video. Ich glaube, da ist es. Nee, nicht das neueste, das zweitneueste. Ich bin genauso unvorbereitet. 19 Tape ist. Nimm mal Lobby-Mod. Könnte es anfangen. Ah, Lobby-Mod, das Spiel wahrscheinlich. Call it. Knock Battle. Ich sehe kein Lobby-Mod-Spiel. Ist das ein Server? Was ist das? Discord Keckbückenb. YouTube Knockbattle. Okay. YouTube Knockbattle. YouTube Knock. Knockbattle. Moody und 705 Koch. Das ist auseinandergeschrieben. Was macht Pete Smith in jeder Suche? Ja, die haben es schon toll, dass sie 5 sind oder 4 sind. Nein, sind 5, gell? Pff, keine Ahnung. Also ich finde das jetzt mit Knockbattle nicht. Ah, vielleicht Knockbattle. Nein.
Ich finde jetzt nur den YouTube-Kanal nicht. Mal groß geschrieben, Battle auch. Ah, jetzt, okay. Ja, Abo habt ihr. Mein Server. Abonniert Drago Basel. Nein, wurde abonniert von Drago Basel. So, 178 Abonnenten. Toll. Ein toller Kanal für einen kleinen Server noch. Aber schön. Dann schaue ich mal eure Videos täglich. Oder je nachdem, wie viele Videos ihr rausbringt. Weil ich habe relativ wenig abonniert. Aus einfachen Gründen, ich kann nicht mehr schauen. Und ich tue eigentlich immer wieder ein paar halt löschen. Also jetzt nicht Knockbattle natürlich. Aber nein, dass ich einfach wieder Übersicht habe. Also ich bin leider nicht so ein Unterstützer von YouTube, muss ich gestehen. Aber ich habe zum Beispiel auf Twitch viel. Und ja, es muss halt auch wirklich Content sein, den ich natürlich liebe oder ja mag. Und ja, das könnt ihr, glaube ich, in meinem Kanal auch sehen, welchen ich abonniert habe, welchen Kanal. Weil ich eher Leute mag, die weniger Werbung machen und dafür mehr Content bringen. Oder einfach noch nicht abgehobene Content bringen. Aber ich habe schon lange nicht mehr eigentlich deabonniert. Ich habe nur wenig abonniert, weil ich einfach nicht nachkomme. Also kaum Videos schauen kann momentan. So viele Videos hochlade pro Tag, so viele Kommentare beantworte, so viele Servervorstellungen mache, dass ich da gar nicht irgendwie jetzt recht, ja, natürlich Leuten zuschauen kann. Es ist einfach mein Beruf sozusagen schon. Aber es ist, wird immer nur Hobby-Content kommen, also immer nur nicht Werbung oder einfach nur anschauen. Und ja, damit es einfach klar ist, weil viele Leute haben wirklich gedacht, ich würde jetzt nur noch Werbung machen plötzlich. Ich habe ein paar Abonnenten in letzter Zeit verloren. Finde ich schade, aber jeder da seine Meinung. Ich schaue nicht auf die ja, auf die Zuschauer, die mich da, die abonnieren, sondern auf die, die mir treu sind und Kommentare schreiben und nicht unbedingt etwas müssen oder sogar selber etwas wünschen dürfen. Auf die Leute schaue ich, die, die auch wirklich aktiv sein können für mich, die Zeit für mich ja, reinbringen können und ist egal wie viel es sind, aber es sind ja schon wieder ein bisschen mehr. Aber nur eben ohne Werbung schrumpft man immer wieder. Also ich habe jetzt in 6 Monaten, also in einem halben Jahr, nur ungefähr 24 Abonnenten bekommen. Sogar eigentlich mehr verloren als gewonnen, weil ich ja keine Videos gemacht habe über ein Jahr, weil ich es nicht konnte. Ich hatte zu wenig Geld für Hardware. Und jetzt kann ich es ja wieder seit 6 Monaten, seit 8 Monaten. Und in den ersten 4 Monaten war einfach gar nichts mehr los. Also erstens, ihr müsst eigentlich Werbung machen, wenn ihr YouTube-Videos macht, damit ihr Erfolg bekommt. Aber zweitens, es geht schon, auch ohne Werbung. Auch ganz ohne etwas euch zu zwingen und so weiter. Ja. Aber das ist kein über mich spreche Video. Es ist über ein Server spreche Video, also eine Vorstellung. Aber es ist halt jetzt gerade wenig los. Also ich kann jetzt wirklich nicht viel sagen, außer immer wieder etwas zeigen. Diese Türme möchte ich noch gerne. Aber schaut, ja, man kann noch nicht so viel zeigen. Die Plots sind auch noch scheinbar geschlossen. Deshalb mache ich eigentlich sofort, ja, in einem Tag nochmals ein Video, wenn mehr los ist. Aber einfach bedenken, ich mache das nicht, weil ihr neu seid, also der selber neu ist. Ich mache das. Ich will Fleisch, ich habe Hunger. Danke. Ich bin einfach ein Dieb und stehle das. Nee, hat es mir ja geschenkt. Aber ich habe es so gemacht, das würde ich glauben. Also, ich mache das wirklich jetzt immer. Wenn ihr einen Server kennt oder Inhaber seid oder einfach ein Moderator, Admin, dann dürft ihr mir die Server zeigen. Also die Server, die IP zeigen und so, ein bisschen vorstellen. Und dann mache ich es. Ich habe überhaupt keinen Drang, da jeden wirklich auch vorzustellen müssen. Aber ich mache es. Ich mache mehrere Videos sogar.
Ich will nur, dass ihr wisst, dass ich auch eine Veränderung will in den Videos. Dass zum Beispiel der erste Part eventuell halt so ist, dass wirklich nichts vorzustellen ist, aber der zweite Part dann komplett anders ist. Also, es muss nicht viel sein. Vielleicht eine neue Welt, vielleicht ein neues Gebäude, vielleicht neue Spiele oder einfach eine Zeit, wo halt es mehr los ist, aber es ist sehr viel los jetzt schon. Ist verdoppelt worden, seitdem ich drin bin. Also ich glaube, wo ich reinkam, waren 9, glaube ich, oder? Mit mir. Und jetzt sind schon mit mir 30, 40. Ich sehe es nicht gerade so. Also ich bin nicht gut im Schätzen. Ist wunderbar. Also scheinbar habt ihr vielleicht schon andere Server gemacht oder ihr habt einfach auch sehr viel ja, Bekanntheit gemacht, geholt. Und das ist natürlich sehr schön. Ich finde, ja, so in einem Video so ein weiterführendes, ja, dass der Server wirklich wächst oder mit den Spieleranzahlen und so, einfach eine Verbesserung im Video zu sehen, ist einfach super. Das ist gut, weil der so klein ist noch, aber dann plötzlich, Ding. Also ich mache das nicht mit, aber okay, toll. Okay. Cool. Troubler. Der Troubler, was ist das für ein Rang? Einfach einer, der wahrscheinlich so ein bisschen höher ist, weil Trouble Team. Okay. Wer hat gewonnen? Du. Also du warst der erste Digital EMC. Cool. Glückwunsch. Okay. Vielleicht passiert jetzt noch etwas, das mache ich noch ein bisschen länger. Und ja, habe aber nicht mehr so viel zu erzählen. Oh, cooles Kind. Schade, dass immer wieder Spiele dazwischen kommen. Das sind immer so diese extrem speziellen, also die damals in Videos vorkamen und dann plötzlich auch online möglich waren. Ich finde es echt geil. Viele sind echt hochqualitativ. Und ich bin so, ja, ich habe schon den Kopf ein bisschen nach außen. Wo ich sehe so mega, wer einen Skin für mich machen könnte. Okay. Irgendwas ist mit dem Host los, mit dem Router. Ja, dann muss ich halt jetzt momentan das erste Video beenden. Ich mache gerne ein zweites. Aber scheinbar ist das Internet jetzt gerade ein bisschen schlecht. Also immer schlecht eigentlich wegen der Corona-Krise. Aber ja, es geht jetzt gerade nicht. Tut mir leid. Ich wollte einfach noch sagen, wer mir einen Skin machen will, der vielleicht so ein bisschen ja, drachenähnlich aussieht, so ein Halbdrache, ein Gesichtshälfte Drache, ein anderer, so wie ich ungefähr aussehe, ganz normal, braune Haare, braune Augen oder braungrüne Augen. Vielleicht ein Auge grün und eines braun. Ich würde es sofort annehmen, egal wie schlecht es ist, aber vielleicht dann auch vergleichen und der Bessere, der gewinnt dann. Und ja, dürft ja gerne auch den Namen irgendwo hinschreiben am Skin. Ist mir egal, aber bitte nicht ins Gesicht oder so. Und einfach irgendwas, was ihr denkt, wie würde ich am besten aussehen, dürft ihr gerne machen. Weil so etwas habe ich, diese Möglichkeit hatte ich noch nie, einen eigenen Skin zu haben. Und ja, da muss ich leider irgendwie wieder diese Sicherheitsfragen von Mojang oder Microsoft, also diese Website Microsoft.net, glaube ich, wieder hinkriegen und dann habe ich den Skin auch in den Videos. Und das ist nämlich ein ganz öffentlicher Skin, den dürft ihr auch wählen, könnt ihr auch wählen. Das ist nicht meine, das ist einfach einer von einer dieser Websites, wo diese Skins anbietet. Vielleicht findet ihr ihn ja. Und jo, ich bedanke mich fürs Einschicken des Servers. Negatives Feedback habe ich nicht, also klein. Positives Feedback, sieht schon sehr schön aus. Dieser kleine Platz mit der Burg sieht echt stimmig aus. Ist eigentlich hervorragend schon fast. Für so wenig ist es hervorragend. Bisschen kritisierter bin ich dann, wenn er ja, endlose Wüste ist oder sonst irgendwas, klar. Aber wenn es so klein ist, dann sage ich mal, ja, es ist wirklich toll, dass ihr den Server jetzt veröffentlicht habt. Ah, ist jetzt wieder da. Also, mein Internet ist wieder da.
Und ich schaue gerne dann wieder vorbei. Teil 2 kommt sicher dann bald. Und da ich jetzt auch wieder wenige Einschickungen habe, einfach etwas in die Kommentare schreiben. Stellt dir doch bitte irgendwas vor. Es kann auch Hive MC sein. Es kann auch irgendwie ein Server sein, der 0 Besucher hat. Es kann ein Totenserver sein. Nein, das kann nicht sein. Da kann ich kein Video machen drüber. Aber wenn der Server noch läuft, könnt ihr auch machen. Hauptsache, ich habe euch etwas vorzustellen. Es ist wirklich gemütlich. Ich habe keinen Stress. Ich habe, ja, wirklich viel Spaß daran. Ich mache es gerne. Jeder darf Werbung machen, aber ich mache eben sehr wenig Werbung. Ich empfehle es euch anderen nicht, aber ich schaue es mir an. Und vielleicht bekommt ihr einfach vom Anschauen, dass ich es anschaue, eine Empfehlung über. Und vielleicht könnt ihr ja auf einem der Server dann joinen. Es ist egal welchen, den es euch am besten gefällt. Genau. Also. Ja. Ja, ich schreibe jetzt mal nicht. Ich sage danke und bis dann. Und ja, ich kann leider nicht die ganze Veröffentlichung ein Video machen. Jo. Bye. Aber ja, so Veröffentlichungen gehen einfach zu lang für ein Video. Aber sie sagen jetzt gerade nicht bye. Okay. Dann danke fürs Video schauen und ja, vielleicht bis ein nächstes Video kommt oder ja, irgendwann mal, wenn ihr Lust habt, dürft gerne selber entscheiden. Danke und tschüss.